Wir brauchen einen Schwertschlüssel. Das ist die große Sache, die wir jetzt hier brauchen. Okay, hier kommen wir noch nicht lang. Durch das Tor kann man nicht greifen. Tja. Nachts auf dem Friedhof 2. Dann mal wieder rein hier. Die Hunde kommen so schnell nicht rum. Aber Heilung bräuchten wir mal. Das wäre ganz. Das wäre nicht grundverkehrt. Muss ich noch mal herausfinden, wie das so funktioniert mit der Heilung, wie ich das dann kriege. So, Inventar haben wir. Das verwenden. Kräuter mischen. Okay, gesund. Jetzt haben wir uns wieder geheilt. Ja, sehr gut. Wir hätten uns nicht mehr die. Wir hätten uns nicht mehr das Becken. Gut. Und jetzt. Ah. Mal rein vielleicht. Ich weiß noch nicht, lohnt sich zu speichern. So viele Tapes haben wir, so viele Farbbänder haben wir nicht mehr. Wir haben nicht übermäßig viele Farbbänder. Sollten wir vorsichtig mit umgehen. Okay, gesund sind wir. Zwei Schuss haben wir noch. Könnte man mal nachladen. Zwei Farbbänder hätten wir noch. Das Buch der Verfluchungen. Vielleicht untersuchen. Wollen wir irgendjemanden verfluchen? Das brauchen sie jetzt nicht. Okay. Die Karte. Unter M. Wie Map. Okay, da waren wir schon. Das haben wir verendet. Ist noch was zu tun. Hier im Gang ist auch noch was zu tun. Ja, da lebt der Zombie noch. Und hier müssen wir den anderen Zombie noch erledigen. Verbleibend. Ja, dann geht es wahrscheinlich auch erst mit der Geschichte weiter. Oh, da sehe ich noch was leuchten unten am Tuch. Könnte noch was sein. Was Wichtiges. Ach, das ist der. Der blaue Edelstein. Ja. Wofür wir den brauchen, ist mir auch noch nicht ganz klar, aber wofür werden wir den schon noch gebrauchen können. Sie haben ein Symbol, ein Schildsymbol. Lass ich erstmal hier. Wir wissen mal, wo es ist. So, einmal. Wir müssen ein paar Zombies besiegen noch. Mal nachladen. Das war, glaube ich, R, wenn ich mich richtig dran erinnere. Munition laden. Pistolenmagazin verwenden. Das brauche ich also nicht. Ja, gut. Da bin ich aber anderer Meinung. Ja.
kommen wir hier durch. Nachladen war, glaube ich, R. Oh, holla. Dann machen wir mal den Zombie hier platt. Ja, nachladen ist in dieser Situation scheiße. Da lebt noch der Kollege. Wie oft steht der wieder auf? Bist jetzt tot? Ja, der ist endlich tot. Oder nicht? Ist eine Blutlache, sehe ich noch nicht bei dem. Aber im Moment bewegt er sich nicht. Dann können wir nochmal hier lang kurz. Jo. Also Kratz. Okay. Wird zum Mist wieder aufgestanden. Ja, ist ja gut. Nee, die Leiche ist weg. Oh wei. Oh Kacke. Zieh mal durch. Den einen haben wir schon besiegt. Die dicken Zombie. Hier ist noch Heilung. Kann ich schaden. Noch einen Platz haben wir frei. Jo. Mehr Objekte können sie nicht tragen. Ah, shit. Müssen wir gleich nochmal zurückkommen. Hier kommen wir durch. Ob das so klug ist, ist die andere Frage. Ah, okay. Es muss erstmal den Kristall loswerden. Das war dann hier. Die Heilung mitnehmen können. Okay, das sieht aus nach einer Falle. Müssen wir vorsichtig sein, wo wir hintreten. Was wir machen. Ja, der Schlüssel ist recht offensichtlich positioniert. Sollten wir jetzt vielleicht noch nicht wegnehmen. Ah, da können wir vielleicht das Schild hinpacken. Ich hoffe, dass auf den Kameraden hier. Auf dem Schild ist ein Inschrift, der Tod ist alles. Ja. Der Weg ist versperrt. Vielleicht können wir da einen Kristall drauflegen. Ich wäre mir mal nicht so sicher. Wie bei Indiana Jones einfach schnell runternehmen und dann oben ein Kristall drauf. Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol. Okay. Schild könnten wir eventuell hier reinpacken. Bei dem. Mit dem Kandidaten hier. Dann beschützt er uns oder wie sieht das aus? Ich glaube nicht, dass uns hier irgendwas beschützen wird. In diesem Haus, in diesem Gebäude. Hm. Der Schlüssel. Können wir da irgendwas drauflegen? Ich wäre vorsichtig. Den Kristall. Den brauchen sie jetzt nicht. Okay. Hier sind wir automatisch tot, wenn wir den jetzt runternehmen. Ich kann mal das Buch drauflegen. Mögen wir dieses Symbol nimmt, Frieden im Tod finden. Nee. Kacke. Mein Weg können sie nicht tragen. Ich bin tot. Nein, 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 nein. Nimm den scheiß Schlüssel nicht. Zum Glück habe ich keinen Platz im Inventar. Sonst wäre ich jetzt ein toter Mann, eine tote Frau. Das Buch drauflegen. Das Buch der Verfluchung.
Das brauchen sie jetzt nicht. Ja, was kann ich denn hier loswerden? Die Kristalle müssten wir eigentlich loswerden, damit wir wieder Heilung aufnehmen können. Da kommen wir hier wohl vorerst nicht dran. Also hier wieder zurück. Der Tod ist erst der Anfang. Ich könnte es euch eigentlich mal präsentieren, wie der Fail hier aussieht, aber. Ja, ich habe noch nicht gespeichert. Das wäre jetzt nicht so die klügste Idee. Der Kollege ist tot. Der hier auch. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Da müssen wir wohl auf die andere Seite. Ja, hier waren wir schon mal. Hatten wir den Pfeil her. Amors Pfeil. Hier ging es weiter. Die Tür. Von der anderen Seite verschlossen. Wie kommen wir auf die andere Seite? Hier kommen wir wieder in den großen Saal. In den ist nicht in die Haupthalle, sondern hier in den in der Raum mit dem Zombie. Verschlossen ein Schwertsymbol. Ist doch bestimmt auch irgendwo ein Schildsymbol. Da können wir das Symbol von unten reinpacken und durch die Tür oder wie oder was? Hier haben wir einen Dolch. Kein Platz. Ach, haben wir uns einfach einen Gurt geklemmt. Ja, auch gut. Können wir das ausrüsten? Dann haben wir hier ausrüsten. Nein, nicht anstelle der Waffe. Ist doch Blödsinn. So. Ich glaube, ich werde gleich das nächste Farbband verschwenden. Müssen wir aufpassen. Haben wir bald keine mehr. Aber gut. Kann halt nicht immer speichern. Jetzt haben wir schon einiges bekommen, deshalb ist das jetzt vielleicht sinnvoll, hier zu speichern. Vielleicht besiege ich vorher noch den Zombie und speichere dann. Munition haben wir jetzt noch ein bisschen. Können wir den Zombie in der unteren Hand noch besiegen. Und dann rechts. Von der anderen Seite verschlossen. Ja, auf die andere Seite kommt man so schnell nicht. Das ist immer das größte Rätsel hier, auf die andere Seite zu kommen. Ein Rüstungssymbol, okay. Mit dem Schildsymbol kommen wir ja auch nicht weiter. Ja. Vielleicht kommen wir mit dem Schild. Schwertsymbol. Vielleicht bei dem Zombie dort in der Tür rechts. Vielleicht kommen wir damit weiter. Vielleicht ist das die Tür, die wir brauchen. Na, darunter einmal bitte. Ja. Ein mutiges Bild hier. Können wir den Kristall eigentlich wieder zurücklegen? Hier auf den Boden, wo wir ihn gefunden haben. Dann können wir ihn einfach dort in die, in die Statue legen. Da haben wir eigentlich die Karte her, aber.
Ich brauche Inventarplatz. Hier ist die Schreibmaschine. Ah, die Statue. Können wir nicht ablegen. Ach Mensch. Gewehrmunition brauchen wir auch gerade nichts. Die hätten wir nicht liegen lassen können. Eine Kiste haben wir ja auch nicht, wo wir das Zeug ablegen können. Jetzt haben wir zwei Plätze im Inventar, die wir dringender bräuchten für andere Sachen. Muss man hier gut überlegen, weil sie sind evil, was man so aufnimmt, was man in sein Inventar packt. Das Schildsymbol ist auch bestimmt sinnvoll, aber da haben wir jetzt gerade keinen Platz für. Sein, wir brauchen durch die Heilung. Die Map. Ja, hier müssen wir halt noch das Schild mitnehmen. Und hier müssen wir den Zombie besiegen. Dann haben wir die Hallen beseitigt. Hier ist eigentlich nur wegen des Dolchs, den ich eigentlich auch nicht aufheben kann. Ja. Wegen den 150%, ja genau. Wegen den 100% müssen wir das halt machen, um alle Bäume voll zu kriegen und wahrscheinlich um in der Story weiterzukommen. Vielleicht können wir ja was oben reinlegen. Hier ist verschlossen ein Schwertsymbol. Wo finden wir ein Schwertsymbol? Ein Dolch können wir nicht reinpacken. Hier vielleicht den Kristall verwenden. Was ich mit diesem Kristall anfangen soll, weiß ich auch nicht, ist mir noch unklar. Wir können jetzt gerade den hier machen. Ich glaube, der Zombie kommt eh durch, auch wenn man den Schrank hier stehen lassen. Also verschieben wir den mal. Dann schnell zurückschieben. Ja, das Ganze ist bekannt. Ich mach's noch schnell. Hier mal den Dolch aufheben, den wir nicht mitnehmen können. Können wir zwei Dolche, tun wir jetzt auch werfen, können wir den Zombie erdolchen. So, los, schieß, Jill, schieß. Was denn? Schnell weiter, schnell weiter. Zurück hier. Wenn wir schnell genug sind, können wir ihnen den Weg versperren. Können wir ihn in Ruhe erschießen. Ja. Zu nah wollen wir nicht ran. Wie viel braucht er denn? Der hält aber durch. Steht doch gleich bestimmt wieder auf. Na, lebst du noch? Okay. Der scheint tot. Die Tür ist immer noch verschlossen. Schwertsymbol. Ein Schildsymbol hätten wir. So. Die Map wollte ich sehen. Das ist jetzt grün.
Jetzt können wir hier das Schild nehmen. Vielleicht brauchen wir es hierfür. Dann kommen wir hier so lang. Das ist vielleicht eine Option. Aber dazu brauchen wir erstmal Inventarplatz. Den können wir jetzt so hier. Das können wir doch verwenden. Der top gesund. Geheilt. Da steht noch hinten in dem anderen Raum eine Sache. Ein Heilungsmittel Barry. rum. Oh, Oh, Jill. Barry ist wieder da. Any good news? Other than I'm still alive in this madhouse? No. Can't say it's much safer here either. We'd better secure our escape route first. There's gotta be a back door somewhere. All right then, let's split up again. Hey, hold on a sec. Look what I've found. What? A can of fizz. It's sure to yellow and mellow those things. It's yours. Hopefully you won't have to use it. Sie haben folgendes Säuregeschosse. Ja, schön, wieder ein Platz im What Inventar. about you? Oh, don't worry. I like the buddy system we have here. I see. Thanks, I'll take it. See you later. Ciao. See you later, alligator. Taut er wieder ab. So, hat mein Inventar wieder voll gemacht. Ja, super, danke. Den Kristall werden wir nicht los. Jetzt haben wir Säuregeschosse. Wozu? So, hier brauchen wir ein Schwert, ein Schildsymbol oder? Ein Helmsymbol, okay. Nasekratz. Da kommen wir auch nicht weiter. Ich kratze mir hier ziemlich oft die Nase oder den Bart. Ja. Ist, wenn ich aufgeregt bin. Ja. Also nehmen wir das Schildsymbol jetzt erstmal noch nicht mit. Oder was? Das können wir ja noch nicht gebrauchen, aus dem können wir es nicht tragen. Damit wir Platz frei. Da oben ist noch ein Schwertsymbol. Vielleicht können wir das mitnehmen. Ja. Das Objekt können sie nicht tragen. Ja, hatte ich auch nicht vor. Gut. Statue. Dann würde ich doch trotzdem, wir kriegen hoffentlich bald wieder Farbbänder, würde ich trotzdem nutzen. Hier mal schnell speichern den Fortschritt. Haben wir doch einiges jetzt schon gekriegt und geheilt sind wir auch. Warum nicht? Ich meine, warum nicht, ist klar, aber das hier überspeichern. Überschreiben. Jo. Speichern beendet. Sehr gut. So, die Map. Ja, hier haben wir noch ein bisschen Heilung drin und hier haben wir noch Schreibmaschine. Hier haben wir noch das Schildsymbol. Ja, schauen wir am nächsten Part, wie wir weiterkommen. Hier auf diese Richtung hier, vielleicht kann man hier noch was finden. Ja, gut. So sieht's aus.